Alles klar, dann wollen wir noch mal, oder? Wollen wir es noch mal beenden? Bist du auf den Schießomaten gesprungen? Du Cheater! Los jetzt! Nummer 1. Lehn dich zurück und akzeptiere deine Nicht-Existenz. Schieß, Roman! Schieß! Unfassbar! Was ist denn? Hilfe! Eis Nummer 2. Let's go! Eigentlich könnte er immer hier ganz drüben stehen, oder? Können mich die anderen Laser doch gar nicht treffen. Zumindest einer. Was hast du denn? Angst vor den feurigen, tödlichen Laser? Ich mach richtig, scheiß drauf. Vorsicht, ich könnte durchdrehen. Ja, deine Welt steht Kopf. Bist du verwirrt? Desorientiert? Ich sehe, wie deine winzigen Hirnzellen wegbrutzeln. Yes! 3 von 8. Ohne Leben zu verlieren. Yes! Kannst du nicht mithalten? Denk schnell! Langsam! Auf die Plätze! Fertig! Auf die Knie vor Cortex! Yes! 4 von 8! Ohne Leben zu verlieren, let's go! Der war nicht so schwer. Nur das Ende ist halt ziemlich überraschend gewesen. Na, ah, er trifft mich. Okay, ich muss schneller sein. Wenn ich schneller bin, kann ich die beim Spawn holen. Wie der letzte. Yes! Mit einem Lebensverlust nur. Yes! Aber ich hätte sogar keiner sein können, trotzdem. Scheißegal, ich bin durch. Oh, meine Fresse, Alter. Was ein Spiel, Alter. Was eine Schwierigkeit. Und es wird noch viel krasser werden die nächsten Tage. Es wird noch viel krasser werden. Puh. Wohl was an den Temporallappen gekriegt. Aber ein gefallener Feind kann nur eins bedeuten. Es gab einen Kampf und ich gewann! Mein neuer General wird zuallererst dich aus dem Weg räumen. Wir sind
Fisch. Du bleibst. Was werdet ihr mit mir machen? Ich glaube, jemand braucht eine kleine Auszeit. Dort, wo er keinen Ärger machen kann. Ist das Ende des Universums. Oh yeah. Da ist schon wieder TNT drin. Drei Wände Design. Eigentlich wollte die Welt beherrschen, aber hopp da Ruhe. Das ist keine PlayStation von und Crow, damit enttäuscht mich. 5, 4, 3, 2, 1. Spielt die wenigstens Crash Team Racing? Lol, was ist das für ein Gesicht? Kenne ich nicht. Ne, Winkler, okay. Bestimmt einer, der mitgearbeitet hat. In den ersten Teilen wahrscheinlich. Dieses Spiel ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeiten mit real existierenden Beuteldachsen, sprechenden Masken, Dingo-Krokodil-Hybriden oder fiesen Wissenschaftlern mit seltsam geformten Köpfen ist rein zufällig. Du hättest nicht spielen sollen, wenn du unter folgendem leidest. Wumpa-Allergie, Crash-Ausschlag, Angst vor fremden Dimensionen, Angst vor beweglichen Plattformen, Angst vor unbeweglichen Plattformen, Angst vor Fortsetzungen, Angst vor Hüpfgeräuschen, Angst vor Superwissenschaft, Angst vor dem Sammeln von Objekten, Angst vor 90er-Jahre-Nostalgie, Unverständnis für Zeitparadoxa, Unfähigkeit zu vergeben, zur Auswahl eines Restaurants bei der Frage, worauf du Appetit hast, oder zum Merken deines Parkplatzes oder bei empfindlichem Magen. Weitere Informationen über Beuteldachse und ihre Essgewohnheiten, Wohnraum, Fortpflanzungsverhalten, Wunschzettel und Schuhgrößen erhältst du in der Bücherei oder von deiner Oma. Ich weiß nicht, ob sie sich mit Beuteldachsen auskennt, aber sie ist sehr weise und freut sich bestimmt, von dir zu hören. Die Spielhersteller empfehlen nicht, bei Dingos Diner zu speisen, wo das Essen dimensionsübergreifende Entladungen, Intestinalspalte, Wumpa-Keuchhusten, parasitische Schleimpocken, unvorhersehbare Teleportation in düstere Zeitlinien und unkontrollierbares Miauen der Miezekätzchen während Klausuren zur Folge haben kann. Nicht autorisierte Aufführung, Verbreitung oder Vervielfältigung dieses Spiels zieht verletzte Gefühle nach sich. Und wieso solltest du unsere Gefühle verletzen wollen? Wir sagen immer so nette Dinge über dich, sogar deine neue Frisur würde dir stehen, obwohl sie merkwürdig aussieht. Gäste von Crash Bandicoot wohnen in den Insane Beach Suites, einem gefällten Baumstamm, der mit Moos bewachsen ist, aber ganz weich. Also steht eine angenehme Nacht wohl nichts im Weg. Wie, du kannst nicht auf einem Baumstamm schlafen? Verzeihung, euer Majestät. Als nächstes erzählst du mir, du willst Brötchen zum Frühstück statt Ameisen. Manchen Leuten kann man das wirklich nicht recht machen. Warte mal kurz. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Okay, es kann weitergehen. Die Ereignisse dieses Spiels sind alle zu 100% echt. Es sei denn, dir hat's nicht gefallen. Dann war alles nur ein Traum. Was? Ach, Jungs, ey, es ist echt geil. Alter, dieses Spiel. Schwierigkeit gerade unglaublich anfordernd. Also, das war der Wahnsinn gewesen. Aber Witzigkeitsgrad, also die Witze, die sie eingebaut haben, so einfach nur so plump dumm reingehauen. Aber so gut gemacht. Und eine von den Sachen, die er gerade erwähnt hat, wenn man Angst vor 90er Jahre Nostalgie hat, dann sollte man das Spiel echt nicht spielen, weil es sind Flashbacks ohne Ende. Es macht so eine Laune. Richtig, richtig stark das Spiel. Richtig, richtig stark. Und wenn ich gesehen habe, wie oft ich jetzt gestorben bin auf dem Weg dahin, das Spiel einmal nur durchzuspielen. Bin ich gespannt, was mit den Time Trials wird, auf welche Stufe ich überhaupt machen muss. Und auch, ob ich jedes Level wirklich ohne zu sterben abschließen muss. Oder vielleicht nur mit dreimal sterben, das könnte auch sein. Aber ich muss auf jeden Fall dieses Tape in jedem Level holen, was dann an einem bestimmten Punkt ist und bis dahin muss ich ohne sterben kommen. Aber auf jeden Fall, morgen wird es weitergehen. Schön hier auf Twitch. Das Spiel wird mich bestimmt, ich sag mal, mindestens eine Woche, vielleicht sogar zwei beschäftigen. Also, es ist
es ist weitaus umfangreicher, als ich dachte. Also 38 richtige Level sind's mit den ganzen Relikten plus dann noch die ganzen Tape-Bonus-Level, also die geheimen Videotapes. Puh. Da haben sie sich echt einiges aufgeheizt, aber mega stark umgesetzt, mega stark. Ich werde jetzt noch die Credits zu Ende laufen lassen. Die kann sich ruhig jeder angucken, weil die Leute haben es verdient mit so einem starken Spiel. Ich verabschiede mich aber schon mal für heute. Wir hören uns morgen in alter Frische. Sobald ich wach bin, bin ich online. Ich schätze mal so gegen... Na, wenn es früh wird, kommt auch an, wie gut ich schlafen kann. Zwischen 9 und 11 Uhr irgendwann werde ich online sein. Na gut, es ist schon um 3. Also vielleicht um 11 eher. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Kommt halt wirklich drauf an, wie gut ich schlafe. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt die Credits. Haut rein. Morgen gibt's mehr. Crash Bandicoot 4. It's about time. Bye.